So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder ein Review und zwar diesmal zu Sucker Punch von Mark Southworth. Viel Spaß! Vorab aber noch eine kleine Information zum Uploadplan. Nächste Woche Samstag gibt es leider keinen Zaubertrick, weil da ja kein Samstag ist. Dafür kommt der Zaubertrick dann am Ostersonntag um 12 Uhr. Und am Ostersonntag um 14 Uhr gibt es sogar noch ein Osterspecial. Schaltet also auf jeden Fall ein und abonniert auch gerne schon mal meinen Kanal, um die beiden Videos nicht zu verpassen. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit dem Review. Also, erstmal zur Frage, was ist Sucker Punch überhaupt? Nun, Sucker Punch würde ich in die Münzmagie einordnen. Es sind nicht direkt Münzen, aber Pokerchips und das kann man ja im weitesten Rahmen noch zu Münzen zählen. Das Besondere an Sucker Punch ist außerdem, dass es nicht irgendwelche normalen Pokerchips sind, sondern auch speziell dazu angefertigte Gimmicks, die es sonst nicht gibt. Und in der Münzmagie sind Gimmicks ja meist ziemlich teuer. Von daher ist Sucker Punch eine gute Alternative zu Münzgimmicks. Was bekommt man nun, wenn man sich Sucker Punch kauft? Also einmal kriegen wir hier diese schöne weiße Box mit der Aufschrift Sucker Punch und Mark Southworth. Wir bekommen ein Anleitungsvideo. Von innen werde ich euch die Box jetzt nicht zeigen, weil da ist einmal der Link zum Tutorial und der Zugangscode. Das kann ich euch natürlich nicht öffentlich zeigen. Außerdem bekommen wir natürlich aber auch noch die Pokerchips und sogar noch extra Aufkleber, weil diese Aufkleber können mit der Zeit etwas dreckig werden und deshalb hat man sogar hier noch extra Aufkleber dazugelegt. Dann schauen wir uns jetzt die Pokerchips an sich nochmal genauer an. Wir bekommen jeweils in Rot und Blau 4 normale Chips. Außerdem bekommen wir insgesamt 4 Gimmicks, davon jeweils 2-mal dieselben und hier jeweils immer einmal in Rot und einmal in Blau. Zu den Gimmicks kurz, da kann ich jetzt natürlich nicht sagen, was das für Gimmicks sind, außer bei diesen hier. In der Fachsprache nennt man sie die sogenannten Tankstellen-Gimmicks. Zauberer werden jetzt damit was anfangen können. Allen anderen kann ich es natürlich leider nicht sagen. Was kann man mit Sucker Punch aber nun alles machen? Nun beispielsweise, man nimmt einen blauen und einen roten Chip und man tut den roten mal unter die Matte. Und mit dem blauen, den würde ich jetzt dem Zuschauer geben und er soll mal drüber pusten. Und wenn er pustet, dann wird der Chip rot, denn der blaue liegt schon lange unter der Matte. Ein anderer Effekt wäre jetzt beispielsweise, ihr seht, ich habe hier nichts palmiert, dass man einen Chip nimmt und wenn man einmal mit der Hand langsam drüber geht, dann entsteht ein zweiter. Und den zweiten kann man auch nochmal nehmen und auf einmal haben wir 3. Die können natürlich auch wieder verschwinden, ist ja völlig logisch, sodass wir am Ende wieder nur einen Chip haben. Außerdem können wir mal 3 Chips nehmen, können sie auf dem Tisch ausbreiten und wenn man mit der Hand drüber geht, haben wir nur noch 2 und der dritte ist natürlich schon wieder unter der Matte. Ihr seht also, mit Sucker Punch ist wirklich viel möglich, außerdem viele Color Changes. Mein persönlicher Lieblingseffekt mit Sucker Punch ist der Pokerchip durch die Glasscheibe. Allerdings habe ich jetzt leider hier keine Glasscheibe, deshalb kann ich euch das nicht vorführen. Aber ich verlinke euch gerne mal unten in der Infobox den Trailer zu Sucker Punch. Und da wird es, glaube ich, direkt ganz am Anfang gezeigt. Also schaut euch den Trailer gerne an. Ein Wort zum Erklärungsvideo noch. Also das Video ist wirklich ziemlich gut produziert. Allerdings werden die Effekte nicht von Mark Southworth, sondern von Eric Jones vorgeführt und erklärt. Aber meiner Meinung nach in einer ziemlich guten Qualität und sehr verständlich. Insgesamt sollte euch mein Fazit eigentlich schon bekannt sein. Also ich bin sehr, sehr überzeugt von Sucker Punch, weil man da wirklich unglaublich schöne Sachen machen kann. Außerdem natürlich der Bonus, dass es im Vergleich zu den Münzgimmicks ziemlich billig ist. Wobei man jetzt wieder hier diskutieren kann, ob ungefähr 50 Euro, meine ich, für Sucker Punch billig sind. Meiner Meinung nach, wenn man sich damit wirklich einarbeitet und es wirklich nutzt, dann auf jeden Fall, dann lohnt sich das. Und wie gesagt, in der Münzmagie kosten die Gimmicks sogar eher das Doppelte bis Dreifache davon. Ich hoffe mal, dass ich euch jetzt von Sucker Punch überzeugen konnte. Ich verlinke es euch mal in der Videobeschreibung. Falls euch dieses Review geholfen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert auch unbedingt, um die kommenden Videos nicht zu verpassen. Wie schon gesagt, nächste Woche gibt es ein Osterspecial. Hier unten verlinke ich euch jetzt mein letztes Review zu einem Zauberartikel. Hier neben einen letzten Zaubertrick und hier oben könnt ihr mich direkt abonnieren. Und sonst würde ich sagen, bis nächste Woche Sonntag zu einem neuen Zaubertrick. Habt bis dahin eine schöne Zeit und ciao.